Ich habe mir auf diesem etwas umständlichen Wege, meine sehr verehrten Damen und Herren, selber ein Stichwort gegeben, eine sogenannte assoziative Überleitung, wie man das in Fachkreisen nennt, die ich persönlich recht gelungen fand. Denn die Macht des Wortes, damit haben wir uns ja jetzt viel beschäftigt, nicht wahr? Der Bundespräsident, der hat ja keine Macht, außer der Macht der Worte. Das wird gern vergessen, wenn man Herrn Wulff und Herrn Köhler in Erinnerung hat. Kommt man nicht automatisch drauf, dass dieses Amt für jemanden sein soll, der nur über die Macht der Worte verfügt. Nicht? Aber deswegen wird er ja auch nicht ausgewählt. Aber vielleicht sind deswegen die Leute so glücklich über Herrn Gauck. Nicht? Er hat die Kraft der Worte, eine gewisse, wir haben ja uns ja, wenn wir ehrlich sind, lange davon verabschiedet, von Politikern die Wahrheit zu erfahren. Das erwarten wir gar nicht, verlangen wir nicht. Aber Wahrhaftigkeit ist ein kleiner Unterschied. Nicht? Und danach dürsten wir, kriegen es aber nicht. Die Politiker sprechen, um nichts zu sagen. Das ist das Gegenteil dessen, wofür die Sprache da ist. Also das ist jetzt ungeschickt ausgedrückt, das gebe ich gerne zu. Nicht wahr? Aber wir sind eine Bitte, wir sind an der Spitze der Evolution. Manche bedauern es mittlerweile. Nicht? Weil die Sprache uns ein einzigartiges Kommunikationssystem vermittelt, das hochdifferenzierte Mitteilungen ermöglicht. Und die Politiker machen das Gegenteil daraus. Sie lernen, sprechen, aber nichts sagen. Ich gebe Ihnen mal eine Kostprobe. Wenn jetzt beispielsweise, aktueller Anlass, in Afghanistan ein Außenlager der Bundeswehr geschlossen wird und Sie fragen, wie ist das denn mit dem Lager, wie ist es überhaupt mit dem Abzug der deutschen Soldaten? Wobei man dazu sagen muss, sie sagen, ja natürlich, der ist beschlossen und wir reduzieren auch schon. Gleichzeitig werden 20 Millionen neu verbaut in Kunduz und in Afghanistan, weil wir hier abziehen. Nicht, das Lagertor wird neu gestaltet, aber das wissen wir ja nicht. Die Gestaltung des Lagertores ist von großer Bedeutung. Nicht. Nur mal, Quatsch, man darf auch mal schlechte Witze machen. Nicht. So, jetzt passen Sie auf. Wenn Sie einen Politiker fragen, wie ist das mit dem Abzug deutscher Soldaten? Dann können Sie, ich gebe Ihnen aus dem Gedächtnis eine Kostprobe, folgende Antwort kriegen. Zum Beispiel, die Dislozierung unserer Streitkräfte muss unter der Prämisse einer nachhaltigen Restrukturierung betrachtet werden, wobei eine Übergabedividende unter Berücksichtigung einer Reinvestierung in noch nicht befriedete Regionen betrachtet werden muss. Wenn Sie den Satz verstehen, hat er seinen Zweck verfehlt. Dieser Satz hat, das ist ein Beispiel, bitte. Muss ich bei mir jetzt auch nicht anbieten, bei jedem halbwegs gelungenen Satz dazwischen gehen, nicht, wir sind knapp mit der Zeit. Nicht? Sehen Sie, dieser Satz, den sollen Sie nicht verstehen. Herrschaftssprache soll bewirken, dass Sie verzichten drauf. Sie hören den Satz, denken, habe ich keine Ahnung von, das wissen nur die Experten, bin ich zu blöd für. Was im Einzelfall zutreffen mag. Ja? Aber hier wird dieses Gefühl bei Ihnen systematisch erzeugt. Sie sollen gar nicht mitreden. In Originaltexten würde es einfach heißen, wir ziehen erstmal keine Soldaten ab. Wenn wir welche überhaben, kommen sie dahin, wo wir noch mehr brauchen. Das würden sie verstehen, wenn sie mal mitdiskutieren wollen. Und dafür gibt es Herrschafts- und Politikersprache. Ein Geplapper, das junge Leute überhaupt nicht mehr hören wollen. Gar nicht. Ich warte heute noch auf die Talkshow, in der mal ein Journalist oder eine Journalistin den Mumm hat, einer Politiker wie Ihnen, wie Ihrer Gattung, den Mumm hat ins Gesicht zu sagen, ich habe jetzt dreimal was gefragt, Sie haben mir keine Antwort gegeben, da frage ich Sie auch nichts mehr. Das, gut, ich weiß, warum Sie sich sagen, die würde entlassen. Aber Sie kämen vielleicht in die fachjournalistischen Bücher. Da würde stehen, erstmals hat es gedauert bis 2012, wo einer mal den Mut hatte zu sagen, ich habe Sie dreimal gefragt, Sie haben keine Antworten gegeben, Sie können bleiben, aufs Mikrofon machen wir schon mal zu. Ja? Das wäre ein Augenblick der Erleichterung. Was passiert aber nicht? Natürlich passiert das nicht, aber es wäre ein schöner Augenblick. Und übrigens, dieser Journalist und diese Journalistin würden nicht gegen ihren Dienstauftrag verstoßen. Die würden ihn erfüllen. Dafür kriegen sie nämlich das Geld. Dafür kriegen die öffentlich von unseren Steuergeldern finanzierten, gebührenfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Anstalten, kriegen dafür Geld, dass sie einen übrigens die reichsten gebührenfinanzierten Anstalten auf der ganzen Welt. Die kriegen das Geld nur dafür, weil in unserer Verfassung aufgrund der bitteren Erfahrung der Nazizeit ein Auftrag für politische Bildung und Aufklärung formuliert worden ist. Dafür gibt es das Geld. Und dieser Journalist, der diesen Politiker erstmals in die Schranken weisen würde, der würde ihn endlich mal erfüllen, den Auftrag. Aber dann kämen sie nicht mehr, die Politiker. Und damit sie kommen, sagen sie es nicht. Und die gehen alle gerne hin, weil sie genau wissen, sie können ihr Geplapper
weiter ausbreiten. Sie können ihre undichten Sprechblasen entleeren in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten, bei den Klofrauen, egal wie sie heißen. Ilna, Maischberger, völlig egal. Und wenn sie nach Verrichten ihrer intellektuellen Notdurft noch was am Nachtröpfen bemerken, dann können sie in der Woche drauf noch bei Beckmann, Kerner, Lanz und Co. an der emotionalen Pissrinne und das Volk mischen. Das ist die Situation. So. Also. Ja gut. Das ist die Situation. Bitte, warten Sie, warten Sie. Das war ein guter Applaus. Auch an der richtigen Stelle, auch in der Ausdrucksklasse, völlig in Ordnung. Sie brauchen übrigens auch nicht, wenn Sie hinterher rausgehen, an der Theke tuscheln und sagen, den Satz wird aber auch schon öfter gesagt. Das weiß ich, dass ich diesen Satz seit 8 Jahren wiederhole, aber nicht, weil ich Alzheimer habe. Es kann sein, dass ich Alzheimer habe, aber mein Alzheimer manifestiert sich nicht in der Wiederholung dieses Satzes. Ich wiederhole diesen Satz bei 8 Jahren, bei jeder passenden Gelegenheit, weil sich nichts ändert. Nur ab und zu wird die Klofrau ausgewechselt, heißt anschließend Jauch, was ja auch schon irgendwie prophetisch ist. Ja? Deswegen wiederhole ich den Satz. Und außerdem, lass mir das doch mal. Und bitte noch ein anderes. Ich sage es Ihnen ganz offen, wenn man so einen Satz erstmal hat, nicht? Versucht man ihn natürlich auch unterzubringen. Weiß nicht, wie viele Sie solche Sätze im Repertoire haben. Ich habe nicht viele. Nicht? Und dann geht man natürlich auch damit um. Da freut man sich, wenn man eine Gelegenheit findet. Manchmal sucht man sie auch. Nicht? Aber es ist nicht einfach. Das ist ja nicht irgendein Satz. Das ist kein einfacher Satz. So kompliziert ist halt ein komplexer Satz. Nicht? Ein Satzgebilde im Prinzip. Nein, ein Satzgebirge ist das. Hauptsatz, Nebensätze, Schachtelsätze. Wenn Sie die haben, sind Sie glücklich. Ja? Fällt Ihnen nicht alle Schaltjahre ein, alle 2 Schaltjahre vielleicht, den hegen und pflegen Sie, Sie müssen erst mal auswendig lernen. Aber Sie können auch nicht vor sich hin plappern, Sie können auch nicht irgendwo sagen. Wenn Sie ihn irgendwo hinklatschen, sagen Leute, wie kommt jetzt wieder der Satz? Was will er jetzt auf einmal mit dem Ding? Ja? Der Satz muss doch vorbereitet sein, Sie müssen intellektuell, ich muss Sie da abholen, wo Sie sind, was weiß ich, wo Sie sind. Jeder ist woanders, da brauchen Sie manchmal einen Bogen, Viertelstunde, 20, 25 Minuten, so ein Umkreis, bis ich merke, da könnte er hinpassen, der Satz. Dass die Leute das Gespür haben, da muss er geradezu hin. Wenn er nicht käme, dann sagen, wo bleibt der Satz? Das sehen Sie nicht. Das ist die Situation. Und wenn Sie das schaffen, wenn Sie das Auditorium vorbereiten auf diesen Satz, eine Rampe, kaum spürbar, aber Sie selber haben den Bogen vollzogen. Er hat eine eigene Ästhetik. Und dann kommt der Satz, er hat seine Dramaturgie, er hat seine Melodie, er hat seine eigene Schönheit, wie ein Tsunami, bäumt er sich auf. Und wenn Sie dann so weit sind, dann dürfen Sie nicht vor Übermut zu schnell werden. Sind Sie zu schnell, kommen die Leute nicht mit. So langsam klatscht Ihnen Depp dazwischen. Ist nicht einfach. Aber wenn Sie ihn hinkriegen, und er bäumt sich auf und bricht an der entscheidenden Stelle über den Köpfen des Auditoriums zusammen. Und dann braust ein Beifall mit Emphase auf. Das ist nicht das Ende. Nicht? Ein kleines Innehalten des Glücks, aber mehr nicht. Kein Zurücklehnen. Selbstzufrieden und sagen, ha, ich habe meinen Satz heute wieder untergebracht. Falsch! Das ist doch nicht das Ziel. Der Satz dient, wie ich auch diene. Er dient einem höheren Zweck, die Leute aufzumöbeln, dass sie vor Empörung rausgehen und sagen, Glöckner, Glöckner, wer ist das denn? Ha, der hat dem Beck 10% abgenommen. Ha, na und, geschieht ihm recht. Der nächste Mal kriegt sie 10% abgenommen. 15, 20, bis zur Unkenntlichkeit muss man sie abwählen, damit wieder Leute kommen, die auf eine andere Art und Weise mit uns sprechen. Wahrhaftigkeit in den Sätzen, das wollen wir. Und dann formulieren wir selber die Sätze, wenn sie von Politikern nicht kommen. Verstehen Sie? Kraftvolle Sätze. Ich habe nicht viele davon, aber wenn ich sie habe, dann sage ich sie auch. Das ist entscheidend. Das sehen Sie, dieser Satz von mir hat deswegen nur solche Kraft, weil die Finsternis so groß ist. Deswegen leuchtet der Satz, wenn es viele solche Sätze gäbe, wenn wir den Mut hätten, einen Homo Politicus in Deutschland zu erziehen. Kraft und Geld reinstecken, dass Kinder politisch, gesellschaftspolitisch klug erzogen werden. Dann hätte jeder solche Sätze. Da würde ich gar nicht auffallen. Großartig. Ich falle nur auf, weil der Satz für sich steht. Die Polemik ist tot. Keine Sätze gibt es mehr in dieser Art. Es wird immer weniger die Herrschaftssprache. Wird eine Ödnis ausbreiten und der Satz leuchtet, weil es dunkel ist und der Satz ist wie ein Tautropfen der Labsal, weil die intellektuelle Wüste so groß geworden ist. Irgendwann wird nichts mehr davon da sein. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Nichts mehr wird da sein. Nur noch leere Worthülsen werden es geben, die im Brackwasser der Beliebigkeit untergegangen sein werden. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, nicht?
Klasse der Liebe. Ich habe neulich zu meiner eigenen Überraschung den Satz eines Papstes gelesen, den ich für zitierwürdig halte. Das ist allerdings aus dem 7. Jahrhundert. Nicht? Papst Gregor der Große hat gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Kraft dem Bösen entgegenstemmen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Vor 1300 Jahren, ne, hat sich nicht viel entwickelt in Ihrer Kirche, nicht? Schade eigentlich. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.